Wir befinden uns mitten in der Zeit der Richter vom Volk Israel. Eine Frau mit dem Namen Hannah hat kein Kind bekommen und hat sehr unter dieser Situation gelitten. Sie ist in den Tempel gegangen, um Gott ihres Leid zu klagen. Dort hat sie mit Gott einen Deal gemacht, dass, wenn sie je ein Kind bekommen sollte, sie das erste Kind Gott wird zurückgeben. Der Eli, der hohe Priester, hat sie im Tempel beobachtet und nach einem kleinen Missverständnis hat er Hannah wieder heimgeschickt mit der Zusage, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Ein Jahr später hat sie tatsächlich einen Sohn bekommen. Sie hat dann wirklich ihr Versprechen eingelöst und ihren erstgeborenen Sohn zum Tempel gebracht, dass er dort Gott dienen kann. Aber der Tempel war in dieser Zeit ein nicht sehr heiliger Ort. Die Söhne des Priester Eli haben es sehr schlimm getrieben. Trotzdem ist Hannah Gott treu geblieben und hat Samuel dieser trümmeligen Priesterfamilie übergeben. Jawohl, wir sind in der 1. Samuel-Serie. Heute im zweiten Teil und das ist so ein wie auf Netflix, oder? So ein Recap gewesen. Wir hätten jetzt nicht weiter skippen wie die bei Netflix. Und wenn du den ersten Teil verpasst hast, dann möchte ich dich ermutigen, schau dir noch an auf unserem Podcast. Und noch besser, lad dir den Bibelleseplan ab, dass du mitlesen kannst, dass wir miteinander als Church in dieser ersten Samuel-Serie sein können und dass du richtig bereit bist am Sonntag für die Geschichte, dass du schon ein bisschen weißt, was kommt. Es ist nämlich nicht wie bei Netflix, wo man ja nicht gern hat, wenn man einen Spoiler, wie man so sagt, wenn jemand einem schon gesagt, was kommt, sondern da in der Bibel ist es einmal gut, wenn man weiss, wo man sich drin bewegt. Heute kommen wir ins dritte Kapitel rein und es geht um die Geschichte von Samuel. Wir hören weiter, wie es mit dem Samuel gegangen ist. Es gibt nämlich einen Moment im Leben von Samuel, wo alles verändert hat. Wir lesen im ersten Vers vom dritten Kapitel, dass Reden, dass Gottes Reden in dieser Zeit selten war. Es herrscht Funkstille. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Ob du so Zeiten kennst, wo du das Gefühl hast, Gott redet nicht, es ist Funkstille. Wir müssen aber wissen, dass zu dieser Zeit der Heilige Geist nur auf wenige Menschen war. Der Heilige Geist war nur auf spezielle Menschen, wie zum Beispiel auf einem hohen Priester oder auf einem König oder auf Propheten, auf einzelne Propheten, manchmal noch auf Heerführer. Dann müssen wir uns doch schon fragen, können wir denn daraus etwas lernen? Heute ist es ja anders. Heute ist der Heilige Geist bei allen, die mit Jesus unterwegs sind. Und er redet zu uns. Können wir denn daraus etwas lernen? Und wenn ich mich so vorbereitet habe, ist mir das einfach in den Sinn gekommen. Dass wir Sachen herausnehmen können. Ganz logische Sachen. Da muss man jetzt nicht ein Mega-Theologe sein, dass man das herausfindet. Und das ist mir vor allem als Vater aufgefallen, oder? Oftmals laufen mir Kinder weg und im Weglaufen fragen sie mich noch etwas. Ja, kein Wunder, verstehen sie mich nicht, oder? Ich glaube, wenn wir von Gott weglaufen, dann ist es schwierig, seine Stimme zu hören. Das Zweite, was wir eben gehört haben, dass der Eli und vor allem seine Söhne es wirklich schlimm getrieben haben im Tempel, etwas, was mir aufgefallen ist. Wenn wir einfach in Situationen verharren, wo wir wissen, es ist nicht gut, wird Gott still oder kann er still werden? Oder sehr oft ist er dann still. Hey, aber sogar in diesen Zeiten, ich meine, die haben es so übel getrieben. Das darfst du nicht ausmalen. Ich bin einer, der mir immer alles ein bisschen bildlich vorstellt, oder? Also ich kann mich mit dem Eli und seinen Söhnen identifizieren. Ich arbeite auch so ein bisschen im Tempel, oder? Was die dort gemacht haben, das wäre heute Kollekten abzweigen und am Ende vom Gottesdienst noch mit einer Frau schlafen, die einem gerade gefällt im Foyer raus. So ist es abgelaufen, so müssen wir uns das vorstellen, oder? Hey, und trotzdem hat Gott geredet. Wir sehen, dass Gott nämlich Leute vorbeischickt, einen namenlosen Prophet vorbeischickt und sagt, hey, mach etwas.
Der Eli hat auch selber gewusst, um was es geht. Er hat nämlich das Wort Gottes, die schriftlich, das Wort hat er gehabt. Und das hat ja eigentlich auf viele Fragen eine Antwort gegeben. Check. Ah, eine Message. Kennt ihr den Ton? Hä? Kennt ihr den Ton? Eine Message. Heute würde man sagen, ah, warte schnell, eine Notification. Ich kann da schauen, wenn du es richtig einstellst, kannst du schon die ersten paar Zeilen lesen und dann weisst du schon mal, wie die Stimmung daheim ist, oder? Ob einfach noch schnell ein Brot und ein Liter Milch auf dem Heimweg holen oder ob die Stimmung ein bisschen angespannt ist. Beim Samuel ist es anders gewesen. Der Samuel kommt nämlich eine Botschaft über, eine neue Botschaft. Auf einmal fängt nämlich Gott an zu reden und das werden wir miteinander lesen im dritten Kapitel, ab dem Vers 3. Dort heisst es, dass der Eli angelegt, also sie ist geschlafen, und dann heißt Samuel legte sich hin. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr, Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge. Ich komme, und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Man lesen also, dass der Samuel im Tempel geschlafen hat. Er hat dort geholfen. Eben seine Mami hat ihn zurück in den Tempel gegeben, um dort zu helfen. Und wir lesen, wie er dort geschafft hat, geholfen hat, aber auch dort geschlafen hat. Und auf einmal gehört er mitten in der Nacht, das heisst, die Lampe hat noch brennt. Das heisst, es muss kurz vor dem Morgen gewesen sein. So die dümmste Zeit zum Verwachen, oder? Hört er eine Stimme. Die einzige Stimme, die er im Tempel kennt, ist die vom Eli, vom hohen Priester. Und Logo geht er auf und er geht zum Eli und sagt, hey, du hast mich gerufen. Und der Eli war wahrscheinlich noch ziemlich daneben. Ich meine, wer ist alles älter und kennt das? Die Kinder kommen. Also ich bin immer im Seich, oder? Die kommen und ich bin noch schlaftrunken. Und es scheint mir so, wie der Samuel kommt und sagt, du hast mich gerufen. Und er sagt so, was gerufen? Hey, geh pennen, bitte. Hast du auf die Uhr geschaut? Hey. Gerade in der REM-Phase war am Schlafen. Oder? Jetzt wird die unterbrochen. Jetzt stimmt, meine Uhr zeigt dann am Morgen wieder an, wie wenig dass ich geschlafen habe. Wie so, geh pennen, oder? Und er geht zurück ins Bett. Das Ganze passiert dreimal. Ich finde das so klassisch, wie die Bibel das so ehrlich kommuniziert, oder? Bei uns ist es genau so. Die Kinder kommen rauf und meine Frau sagt dann Jessie immer so, du könntest ein bisschen empathischer mit den Kindern sein, oder? Sie ist die, die dann sagt, oh, du träumst, ja, komm, und so. Und die Kinder kommen rauf, wenn sie zu mir kommen, was träumt, ja. Dann fragen sie mal, kannst du beten? Ja, beten, ja. Träume im Namen Jesus, ja, kannst du auch liegen, gut. Ich bin einfach im Seich und es scheint mir so, dass der Eli genau gleich reagiert. Er schickt ihn immer wieder zurück. Wahrscheinlich beim zweiten Mal so, hey, was läuft mit dir falsch? Penn doch einfach. Mit dir gehst du schon ein bisschen zu spät ins Bett, oder? Und morgen geht es wieder früh los. Wir lesen, dass es heisst, der Samuel hat Gottes Stimme nicht kennt, nicht erkennt, weil Gott auch noch nie so zu ihm geredet hat. Beim dritten Mal ist der Eli wohl richtig aufgewacht. Weil er kommt wieder, Samuel, wieder die Leiche und sagt, Eli, du hast mich gerufen. Und in dem Moment, habe ich das Gefühl, ist der Moment, wo der Eli eben verwacht ist, aufhockt und sagt, warte mal. Hey, das ist Gott, der dich ruft. Das ist Gott, der dich ruft. Und er gibt ihm die Anweisung, zu ihm in dem Moment zu sagen, sprich her, ich höre, ich will tun, was du sagst. Sprich her, ich will hören, ich will tun, was du sagst. Und dann redet Gott und er teilt seine Geheimnisse. Der Samuel gibt das zur Antwort. Und in dem Moment fängt Gott an zu reden. Und er erzählt ihm, was in der Zukunft wird sein. Das ist ein Moment, wo Samuel seinem Leben einschneidend war. Das war der Moment, wo Gott wieder hat angefangen zu reden zu seinem Volk. Ich habe mich gefragt, wieso redet denn jetzt auf einmal Gott mit dem Samuel? Wieso ist er still gewesen und auf einmal fängt er wieder an zu reden? Wir lesen nicht sehr viele Sachen darüber, aber es gibt so gewisse Indizien. Gott will mit uns kommunizieren. Gottes Herz zerbricht, wenn Funk still ist. Er ist ein Gott von der Beziehung.
Wir lesen auch, wie sich im Gegenzug zum Eli seinen Söhnen sich der Samuel verhalten hat. Bei der Aufzählung, was am Eli seine Söhne gemacht haben, heisst es noch, ganz anders war es bei Samuel. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er beim Herrn und bei den Menschen. Je älter der Samuel geworden ist, je mehr ist er in Gottes Willen hineingelaufen. Und je mehr hat er Ansehen bei Gott und den Menschen gefunden. Es ist um Samuel sein Herz gegangen. Er ist Gott und den Menschen treu gewesen. Und das Zweite, das ist jetzt eine Annahme. Ich habe mich gefragt, ist es ein Zufall, dass die Bibel explizit erwähnt, dass der Samuel in der Nähe von der Bundeslade geschlafen hat? Es scheint fast so, wie er näher bei dem Gott sein will, wie es ihm wichtig war. Vielleicht hat ihm sogar seine Mami gesagt, Hanna, hey, schau, du gehst jetzt in den Tempel und das ist ein schlimmer Ort. Hey, schlaf in der Nähe von dieser Bundeslade. Vielleicht hat er das selber wählen, vielleicht ist ihm der Platz zuteilt worden. Ich weiß es nicht. Aber für mich ist so eine Herzenshaltung, es zeigt mir so eine Herzenshaltung, dass Samuel hat wollen näher bei Gott sein. Und es zeigt mir, es kommt nicht auf deine Umstände drauf an, ob du Gottes Stimme hörst oder nicht. Es kommt auf dein Herz an, auf deine Herzenshaltung. Nah bei Gott sein oder scheinbar nah bei Gott sein und nicht tun, was er will. Oder wie es aussieht, an einem ganz schlimmen Ort sein. Weit weg von Gott, wo dort, wo Gott ist. Und tun, was er sagt und ihn hören. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich jetzt? Fühlst du dich zurzeit näher bei Gott? Hast du das Gefühl, du hörst sein Reden? Oder fühlst du dich weit weg? Gute Nachricht, es kommt auf dein Herz an. Gott will kommunizieren, egal wo du bist. Die richtige Antwort. Sehr spannend ist ja wirklich der Satz, wo der Eli am Samuel sagt, er zur Antwort soll geben, wenn Gott ihm nochmal ruft. Sprich her, ich höre, ich will tun, was du sagst. Sprich her. Nein, noch mal ein bisschen zurück. Da zeigt sich wieder die ganze Weisheit vom Eli, wo er es vorher nicht gepackt hat. Wir lesen, wie er seine Söhne korrigiert, die nicht darauf eingehen und wie er es einfach ignoriert. Wie er es einfach sein lässt. Wie er vielleicht resigniert ist. Aber da kommt wieder die ganze Weisheit von ihm führen, der Satz. Sprich her. Wenn ich sage, sprich her, red Gott, red zu mir, dann gehe ich davon aus, dass er mit mir kommunizieren will. Glaubst du, dass Gott mit dir reden will? Glaubst du, dass du Gott so wichtig bist, dass er dich näher haben will? Glaubst du, dass du Gott so wichtig bist, dass er dir Geheimnis verraten will? Hey, mich begeistert das. Wir haben einen Gott, der mit uns kommunizieren will. Er will unsere Pläne mit dir teilen. Sprich her. Sprich her. Wie viel Mal sage ich im Alltag, hey, red du zu mir? Und wie viel Mal bin ich einfach bei ihm und leere meine Sachen ab und ich will noch am besten noch die Lottozahlen wissen, oder? Und noch wissen, wie ich jetzt mich entscheiden soll und so. Aber wenn hocken wir an und sage, hey, Herr, red. Ich höre. Der nächste heikle Punkt, oder? Hören! Der letzte hat mir jemand gesagt, hast du gewusst, wieso wir zwei Ohren und nur ein Maul haben? Weil wir doppelt so viel hören sollten, wie wir schwätzen sollten. Wie viel Mal fragen wir Sachen, aber wenn die Antwort gar nicht wissen? Hey Peter, wie geht's? Ich will sie gar nicht wissen. Und er sagt dann ordentlich. Oder sagt nicht schlecht oder kann nicht klagen, oder? Er weiß, dass ich es nicht wissen will und dann haben wir so die Floskeln, oder? Dann gibt es einen sozialen Code, da könnte man, wenn er dann wirklich mir sagen will, könnte er noch etwas anhängen und dann wüsste ich, ich könnte nachhaken, aber wollte nicht, oder? Frage, gescheiter, ob er mit dem Velo gekommen ist, wie ich auch, oder? Dann weiss ich, dass er ja sagt. Gehen wir mit Gott gleich um? Fragen wir ihn etwas, was wir die Antwort gar nicht wissen wollen? Hören wir. Schaffen wir ein Umfeld, wo Gott reden kann? Wo mir Gottes Stimme gehört. Hey, ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott, wenn er redet, immer leislich redet? Ich finde das mega mühsam. Es ist oft das Gebet von mir, dass ich sage, Gott redet so, dass ich es höre, weil ich weiß, dass er so leislich redet. Und ich habe mich gefragt, wieso redet Gott so leislich?
Und ich glaube, wir müssen auf eine Metaebene rauf. Was ist das Ziel von der Beziehung mit uns? Es ist eine intime Beziehung. Eine Beziehung vom Vater zu seinen Kindern oder von der Mutter. Vielleicht müsste man da wirklich fast sagen, von einer Mutter. Weil meine Frau ist viel empathischer mit den Kindern als ich. Und ich habe das Bild mitgenommen, oder? Das ist das Ziel, das Gott mit seiner Beziehung hat. So in einer intimen Beziehung, in einer Vertrauensbeziehung ist es besser daran, dass man vielleicht miteinander mal etwas ins Ohr flüstert. Dass man einem Geheimnis sagt. Dass man einem einen Liebesbeweis ins Ohr redet. Was ist das Gegenteil von einer intimen Beziehung? Mir ist gerade das Militär in den Sinn gekommen. Ich habe kein Militärfötterchen gefunden, aber wir haben das zweite Fötterchen, oder? Das ist so der Befehl. Wenn am Morgen der Kadi bei uns auf dem HV-Platz Befehl rausgegeben hat, ich meine, dann hat das mit der Intensität gemacht, dass die Steinböcke im Gütsch aber noch gehört haben, Zandermatt, was er gesagt hat, oder? Und aus seiner Stimmlage haben wir gehört, was passiert, wenn man es nicht macht. Es hat nichts mit einer vertrauten Beziehung zu tun. Und ich glaube, darum will Gott gar nicht schreien. Wieder mit den Kindern ist das Gleiche, oder? Ich bin ein impulsiver Mensch. Also wenn es mir den Deckel lupft, dann werde ich laut, oder? Aber wisst ihr was? Die Kinder fangen das auch abzuschauen, oder? Also bist du zu Hause nur noch rumschreien, oder? Also haben wir angefangen zu sagen, zu Hause, wir wollen leise reden. Wir sagen die Sachen einmal oder vielleicht noch ein zweites Mal. Weil wir wollen ein Ort sein, von der Vertrautheit, wo wir miteinander umgehen können und einander nicht mehr anschreien und nicht schon in der Stimme sie merken, was die Drohung dahinter ist. Ich höre. Sind wir bereit zum Hören? Aber auch da wieder gute Neuigkeit, oder? Manchmal sage ich Gott, hey, jetzt bin ich so in einem lauten, in einer High-Pace- Situation rein, mit dem Arbeiten, mit dem, was alles läuft. Ich finde keinen Ort, dass du reden kannst. Und es kommt wieder auf dein Herz drauf an. Gerade letztens bin ich heimgefahren mit einem riesen Schmerz im Herz und es hat drüllt und alles und gemacht. Und ich habe gesagt, ich höre dich nicht. Du musst so reden, dass ich es verstehe. Und ich bin mit dem Velo an einem Lichtsignal gestanden. Und in dem Moment wechselt das Lied. Und es war ein Lied, das einfach Gottes Antwort auf meine Situation war. Aber wenn es mega laut läuft, es kommt auf dein Herz drauf an, wo Gott zu dir reden kann. Und trotzdem ist es sicher gut, wenn wir Möglichkeiten schaffen, wo er reden kann. Dann der letzte Teil von dem Satz. Entschuldigung, ich habe mich da noch ein bisschen verkältet letzte Woche. Jetzt wahrscheinlich der wichtigste. Ich will tun, was du sagst. Ich will tun, was du sagst. Sind wir bereit, das zu machen, was Gott uns sagt? Oder fragen wir gar nicht, weil wir die Antwort schon wissen, oder? Amelie, seine Söhne sind so nah bei Gott wie sonst niemand. Aber sie sind so weit weg, wahrscheinlich auch niemand in dieser Zeit, oder? Wieso? Weil sie nicht das gemacht haben, was Gott gesagt hat. Weil sie für ihren eigenen Vorteil da sind. Eine schleichende Abwendung von Gott. Ich glaube, sie sind nicht in den einen Tag aufgestanden und gesagt, so jetzt, heute hören wir nicht mehr, heute machen wir das eigene Zeug. Es war eine schleichende Abwendung. Ich merke das in meinem Leben. Das challenged mich, das fordert mich raus. Vielleicht kann man sich auch in einer falschen Sicherheit fühlen. Gerade wir als Pastoren, Dani. Wir hocken da, wir kommen jeden Tag ins Haus vom Herrn, oder? Arbeiten für den lieben Gott. Auf seiner Payroll. Und dann kann man sich vielleicht so nahe bei dem Gott fühlen. Aber es ist so eine schleichende man schleicht das so davor, oder? Hey, wir haben das doch ein Evangelium von der Gnade. Ich muss doch nichts. Aus Gnade bin ich gerettet, oder? Das stimmt, ich muss nicht. Aber Jesus fordert seine Zuhörer mehrmals raus, dass man das umsetzen soll, was er sagt. Nicht aus dem Müssen raus, sondern aus dem Willen. Nach der Bergpredigt, ein Satz, den mich in letzter Zeit, ein Vers, extrem challenged, ist, dass er sagt, warum nennt ihr mich Herr, wenn ihr trotzdem nicht tut, was ich euch sage? Wir nehmen das gerne aus dem Matthäus, dort heisst es ein bisschen lieber, dort ist so eben ein Haus, der das Haus auf Fels und auf den Sand baut und so, das kann man noch überlesen und so.
Da kommt mir immer das Kassettchen in den Sinn, wo wir als Kind gehört haben, vom Herrn Gschiederli und dem Herrn Dummerli, oder? Aber wenn wir es hier im Lukas lesen, sagt am Schluss Jesus, wieso nennen die mich Herr? Wieso nennen die mich Herr, wenn ihr gleich nicht macht, was ich euch sage? Er hat einen leicht pissigen Unterton drin, Entschuldigung, oder? Ja, eigentlich wissen wir doch, was Gott von uns will, oder? Also wenn wir die Bibel lesen, nächste Liebe. Gerade in der heutigen Zeit. Gehen da alle Ende der Erde und erzählen von mir. Sind Licht und Salz. Alles Sachen, die uns Gott gesagt hat, oder? Ich muss ihn nicht fragen. Er hat das gesagt, oder? Wo machen wir das? Oder Jakobus sagt es später auch so. Da hat sich viel daran gestört. Der Luther hat darum den Jakobusbrief am Schluss genommen, oder? Weil er mit dem nicht umgehen konnte. Im Jakobus heißt es, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Hey, wenn wir nicht das umsetzen, was uns Gott sagt, dann schaden wir nicht primär ihm. Wir schaden uns. Hey, ich predige zu mir selber. Die Predigt hat mich die Woche recht gestrahlt, oder? Wir beschissen uns selber und wägen uns nach so einer coolen Sicherheit, oder? Hey, die Sache, dass die Geheimnisse sehe ich bei der Hanna und beim Samuel. Ich sehe, wie sie mit Gottes Reden rechnet, wie sie sich dort in einer Sicherheit wohlfühlen und wissen. Sie hören an und vor allem tun sie, was Gott ihnen sagt. Sie setzen das um. Oder sie setzen um, was sie mit Gott abgemacht haben. Mega Vorbilder. Es lohnt sich, die Geschichte nachzulesen. Darum ladet der Bibelleseplan ab. Wir können so viel aus der Bibel herausnehmen. Hey, wir kommen zum Schluss zu einer kleinen Umsetzung. Ich habe drei Punkte, die uns helfen können. Der erste Punkt ist, wo können wir im Alltag Ruhe schaffen, dass Gott reden kann. Vielleicht ist es manchmal noch kurze Zeit. Wir können jetzt nicht jeden Morgen 4 oder 5 Stunden anhocken, oder? Aber mir ist etwas Praktisches in den Sinn gekommen, das ich beim Arbeiten brauche. Und zwar bei uns sind wir ja alle ein bisschen kommunikativ und das ist manchmal laut im Büro. Und ich habe mir so einen Noise Cancelling, also so einen geräuschunterdrückenden Kopfhörer gekauft. Den kann man anlegen und den laufen lassen ohne Musik. Also man kann Musik hören damit, das ist ein Kopfhörer. Aber wir können ihn auch einfach anlegen und Umgebungsgeräusche rausfiltern. Dann höre ich nichts. Fast nichts. Das ist genial. Die können nebenan ein riesen Fest haben und ich kann tief in der Predigt hinein fokussiert sein. Und beim Vorbereiten habe ich das Gefühl, dass sagt mir Gott, hey, wo müsst ihr im Alltag eure Geräusche rausfiltern? Ich glaube, ihr wisst das am besten, wo ihr das macht. Nehme ich an der Bushaltestelle, bis der Bus kommt, das Handy nicht führen, sperre ich mich im WC ein, ohne Nattel. Wie auch immer, oder? Wo brauche ich so einen Noise-Canceling-Kopfhörer? Wo habe ich Ruhezeit, wo Gott reden kann? Einer meiner Lieblingstheologen, der schreibt über das in einem Buch und er sagt, er reserviert sich einmal eine Zeiteinheit pro Woche, wo er einfach auf Gott hört und er keine Agenda hat. Und er sagt, er geht auch nicht in die Natur raus, weil dort lenken das Vögel ab, sondern er hat bei sich die Besenkammern ausgeräumt. Es hat nur einen Schimmel drin. Er hockt auf seine Hände, die Hosentasche leer. Und weil sie so trüllen oben, betet er einfach ein Mantra. Er betet nämlich, Herr, bis mir Sünder gnädig. Herr, bis mir Sünder gnädig. Und im Interview sagt er, es ginge im Schnitt 18 Minuten, bis Gott anfängt zu reden. Und er sagt, was dann passiert, sei pure Effizienz. Ich habe das eine Zeit lang probiert, es ist legendär. Ich meine, es ist Effizienz pur. Wo schaffen wir uns so einen Noise-Canceling-Kopfhörer? Ich will euch herausfordern, dir selber überlegen, im Worship-Block nachher, was kann ich machen? Wo kann ich die Umgebungsgeräusche ausschalten? Der zweite Punkt ist die Bibel. Hey, der Eli hat ganz genau gewusst, wenn es einer gewusst hat, war der Eli. Hohe Priester. Wir haben die Bibel. Und darum liebe ich es, in der Bibel zu lesen. Darum probiere ich, einmal im Jahr durch die Bibel durchzukommen. Wieso?
weil ich Gottes Wesen kennenlerne. Gerade in Zeiten von Funkstille tauche ich in die Bibel rein. Zurzeit höre ich sie auf dem Velo. Das darf man nicht sagen. Stark. Nur mit einem Stöpsel. Ich habe immer nur einen Stöpsel, damit sie den Verkehr hören. Und nur bis ich in die Stadt hineinkomme. Ja. Hey, aber mir ist es wichtig, dass ich mich mit dieser Wahrheit berieseln lasse. Dass ich das präsent habe. Dass das zuvorderst ist. Nochmal, ladet den Bibelleseplan ab. Taucht ein. Auch wenn ich seine Stimme nicht einmal nicht höre, ich sehe sie da rein. Ich höre sie da rein. Manchmal ist es gut, wenn ich lese, lese ich mir laut vor, dass ich selber höre. Leislich lesen ist, by the way, etwas, was erst in der neuen Zeit entstanden ist. Also, Noise Cancelling, die Bibel, wo es so eine Messschnur ist oder Messlatte. Und das Dritte, will ich noch das Wort an Eltern richten. Wir sehen nämlich in der Samuel-Geschichte, dass auf zweierlei, was die Eltern für einen Einfluss auf ihre Kinder haben. Ich weiss nicht, wie deine Kinder unterwegs sind, ob sie spuren oder nicht. Aber mir kommen da immer wieder meine Eltern in den Sinn, oder? Es hat eine Zeit gegeben, der Papi hat mir das letztens gesagt, es hat eine Zeit gegeben, wo alle seine vier Kinder, wo er das Gefühl gegeben hat, versagt bei allen vier Kindern. Alle hatten irgendetwas gehabt. Und er hat gesagt, das Einzige, was ich machen konnte, ich konnte das können von Gott bringen. Ich konnte täglich den Schutz über ihnen ausbeten. Wir sehen das bei der Hanna, wie sie das auf den Samuel abfährt. Wir lesen nicht, dass sie täglich für ihn betet, auch wenn ich mir das bewusst 100% sicher bin, dass sie das gemacht hat. Auch in der Situation, wo sie den Bub abgegeben hat, oder? Dass sie das gemacht hat. Wir sehen das Umgekehrte beim Eli, oder? Der selber einfach ignorant geworden ist, gleichgültig geworden ist, was Gott auf dem Herzen ist. Und das geht auf die nächste Generation über. Meine Mami hat mit allen vier Kindern vor der Schule Bibel gelesen. Also ihnen ist die älteste Schwester so alt gewesen, dass sie selber gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, Mami, ich will das nicht mehr. Dann hat sie mich gelassen. Aber solange sie mir das nicht wollen, hat sie mit allen Kindern angeguckt. Mein Papi hat bei der Bank gearbeitet. Wenn er nicht Frühdienst hatte, haben nach dem Morgen, wenn der Tisch abgeräumt war, ist klar gewesen, wir lassen die Mami mit dem Papi in Ruhe. Dann haben sie Zeit, wo sie miteinander die Bibel lesen. Vor einem Monat oder zwei oder drei, ich weiß es nicht mehr, haben uns unsere Eltern eingeladen, zum Mittag zu kommen. Und ich habe mich um eine Stunde verirrt. Ich bin anstatt auf die 12, auf die 11 gekommen. Und ich läute nicht bei meinen Eltern. Ich laufe rein, wenn es offen ist. Und wir sind reingelaufen, die Kinder vorausgerannt. Und sie sind in die Stube gehockt. Zusammen am Bibel lesen. Das ist etwas, was mich geprägt hat. Eine Normalität, die ich mitbekommen habe. Um mit dem Gott unterwegs zu sein. Meine Mami öfter, wenn ich ihr anrufe, sagt sie, ja, jetzt habe ich gerade an dich gedacht. Das ist so eine christliche Floskel, ich habe für dich gebetet, oder? Ich weiss, dass meine Eltern für mich beten. Wir haben als Eltern haben wir einen grossen Teil in der Hand, in einer unheimlich schwierigen Zeit, uns für die Kinder, für unsere Kinder uns einzusetzen. Ich will das euch mitgeben. Ich will zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Geschichte in der Bibel. Ich danke dir für die packte Ladung, die in dieser kurzen Geschichte ist, in diesem kurzen Vers. Ich bitte dich, dass du zu uns redest, dass du uns näher zu dir anziehst, dass wir deine Stimme hören, dass wir Inseln schaffen können. Ich bitte dich, dass wir dein Wort verinnerlichen können, dass wir deine Stimme eben kennen. Du hast gesagt, hey, meine Schafe kennen meine Stimme. Und ich bitte dich, dass wir als Eltern extrem gute Vorbilder sein können für unsere Kiddies. Amen. Wir gehen jetzt in eine Worship-Zeit hinein. Und das ist eine Zeit, wo du reflektieren kannst, wo du sagen kannst, hey, wo kann ich Inseln schaffen? Wo kann ich hören? Wo kann ich tun? Was hat er mir schon gesagt? Wo ist er vielleicht ruhig geworden, weil ich nicht mehr gemacht habe, was er gesagt hat? Du kannst auch einfach näher bei Gott sein, indem du die Lieder singst oder zuhörst. Und bei dem Papi oder bei der Mami auf die Schoss hocken und das Herz an sein Ohr anlegen. Und du hast die Möglichkeit, für dich beten zu lassen. Du kannst hier rüberkommen in der Parkarena zu unserem Gebetsteam. Online hast du das Online-Gebet, den Button, wo jemand mit dir betet und in den Locations kannst du einfach den Location-Host fragen, hey, bete mit mir, oder du kannst am Schluss hocken bleiben. Die machen das mega gern. Jetzt wollen wir einfach in eine Zeit hineingehen, wo wir den Gott anbeten, näher bei ihm sind und uns von ihm fühlen lassen.